Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation in der nächsten Aufnahme. Voilà. Die letzte ist doch schon der ein oder andere Tag her, sage ich jetzt einfach mal. Ich schätze mal, oh Gott, anderthalb Wochen? Bestimmt. Daher muss ich mich auch kurz gedanklich wieder reinfinden, wo wir hier eigentlich gerade waren. Wir sind in dieser mexikanischen, pseudo-perfekten Sklavenkolonie. Und sind auf der Spur unserer Mutter. Genau so war das. Wir hatten im letzten Spiel Anhaltspunkte gefunden, dass unsere Mutter auf dieser Insel ist. Und wollen dem jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Animus Erinnerungsnotizen. Nachdem Aveline die von ihrer Mutter zurückgelassenen Hinweise entschlüsselt hat, erreichte sie den Eingang des Cenote, wo ihre Schatzsuche beginnt. Welche Notizen auch immer hier gemeint sind, aber egal. Irgendeine Schatzsuche. Wir suchen irgendwas. Okay. Gibt es irgendwo so ein Maya-Artefakt? Kommen wir hier an der Wand hoch? Nein. Da, guck mal, da ist irgend so eine Maya-Götze hier irgendwo. Spannende Frage ist doch nur, wo ist das gute Stück? Und wie kommen wir da ran? Ein weiteres sehe ich hier jetzt erstmal keinen Hinweis darauf. Das heißt, wir folgen erstmal brav dem Weg. Schön durch den Dschungel von Mexiko hier. Haben wir da, da geht's aber weit runter. Irgendwie ruckelt das gerade ein bisschen. Naja, fängt sich schon gleich wieder. Wir rennen hier auf jeden Fall erstmal munterfröhlich unseres Weges. Oh, was ist da mit dem Spiel heute los? Fraps mal wieder. Sorry Leute, da stecke ich nicht drin. Mein PC ist im Top-Zustand. Irgendwie hat Fraps da gerade mal wieder so seine Launen. Naja gut. Und alle hopp. Wir stürzen uns einfach mal blind von der Klippe. Dieser Sprung hätte wesentlich epischer ausgesehen, wenn wir nicht hätten, Dingsbums nicht beim Sprung so geruckelt hätten. Aber nun gut. Durch die Höhlen navigieren. Kriegen wir hin, hoffe ich. Ich hoffe, Aveline ersäuft uns nicht. Hier müssen wir, glaube ich, auftauchen, so wie der Wasserspiegel aussieht. Wo auch immer wir hier sind. Hier riesigen unterirdischen Tropfsteinhöhlen scheinbar. Hoppala. Alle rutsch. So. Jetzt wahrscheinlich hier hoch. Genau. Da haben wir noch rüber, besser nicht runter in die Stagniten fallen. Oder Stagniten, ich weiß mir gar nicht, welches die von oben sind, welches die von unten sind. Kann ich mir nie merken. Okay, hier müssen wir uns scheinbar runterhangeln. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus, diese Höhle, optisch. Na, ich glaube, so einfach fallen lassen sollten wir uns hier nicht. Das könnte eventuell ein bisschen wehtun. Ich glaube, inzwischen sollte es sogar gehen. Ja, das ging noch. So, wo sind wir und was gibt es hier? Sind die spannenden Fragen. Hier geht's auf jeden Fall erstmal bergauf. Klack. Ist da unten eine Kiste? Da unten ist eine Kiste. Wir stellen hier eine Kiste ab. Mitten in der Pampa. Egal, holen wir uns. Die nehmen wir doch mit. Wo ist sie? Na, direkt unter unseren Füßen. Das ist doch mal easy. Was war drin? 750 Gold. Immerhin. Oder hier ist gar nicht die französische. Ja, ich habe keine Ahnung, wie heißt denn die französische Währung? Ich weiß es gerade gar nicht. Was war das denn für ein komischer Sprung? Hä? Habt ihr das gesehen? Okay, interessant. Naja, irgendwie werden wir hier schon wieder hochkommen. Geht doch.
Okay. Ach, guck mal, da geht's raus ins Grüne. Sieht schon irgendwie geil aus. Okay, wir müssen scheinbar an diese Säule und uns hier längs hangeln. Ajop, sehr gut. Nicht ungefährlich, aber wir sind ja kein Amateur. Hoppala. Da bin ich abgerutscht, das ist ein Thema Amateur. Ich glaube, hier müssen wir tauchen. Aber Lin, komm, geh hier baden. Gucken wir uns unter Wasser mal um. Ja, das sieht auch sehr vielversprechend aus hier. Klack. Klack. Ja, super. Dezent daneben gesprungen. Ich dachte, der Sprung passt. Naja. War aber nix. Wo sind wir denn jetzt? So weit wurden wir zurückgesetzt. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist ja mal richtig ätzend. Ja, muss ich gleich aufpassen und vernünftig springen. Dass man so lange Stück laufen, wenn man desynchronisiert wird, das ist aber echt nicht gut gemacht. So, zweiter Versuch. Einmal hoch da. Jetzt genau gucken, wo wir hinspringen müssen. Hey, wir machen einen auf Indiana Jones, cool. So, und jetzt? Ah, okay. Kann sein, auf Indiana Jones wollen uns mit unserer Peitsche über Felsschluchten schwingen. Finde ich gut. Hä? Okay, Notiz an mich selbst. Blind irgendwo hinspringen und hoffen, dass es funktioniert. Nicht gut. Aber wir werden jetzt nicht wieder so weit zurückgesetzt. Nee, scheinbar nicht. Okay. Jetzt werden wir hier eingesetzt. Das ist doch echt lächerlich. Ja, Spiel, das habe ich mitbekommen. Vielen Dank. Einmal Indiana Jones / Tarzan machen. Soweit, so gut. Ganz schöner Parcours hier, diese Höhlen. Ah, okay, hier müssen wir rüber. Nanu, was ist das denn hier? Guck mal. Höhlenzeichnung. So, und jetzt? Jetzt müssen wir aber hier ranspringen. Ernsthaft, Abelin? Ernsthaft? Ist diese Frau zu dumm zum Springen? Naja, auf ein neues. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja, Spiel, danke. Das habe ich mir beim ersten Mal schon gemerkt, wie ich hier laufen muss. Danke. Man muss scheinbar sehr präzise springen in diesem Parcours. Meistens haben wir immer so ein bisschen Toleranz, aber irgendwie hier jetzt nicht. Ich würde sagen, wenn ich es hier schon wieder abrausche, gibt's Haue. Dann desynchronisiere ich dich absichtlich. Geht doch. Und jetzt hoch da. Ah, cool gemacht ist diese Höhle ja. Das muss man ja sagen. Das sieht mir nach dieser Vorläuferarchitektur aus Assassin's Creed aus. Von diesem Vorläufer, von dieser Vorläuferrasse. Oh.
Oiwei, was haben wir hier gefunden? Huch. Das ist ja mal interessant. Das ist eine alte Vorläuferstätte hier oder sowas. Spannende Frage ist, wo kommen wir hier raus? Okay, wir kriegen einen Hinweis zu tauchen. Dann sollten wir es vielleicht mal tun. Ja. Tauchen erscheint mir hier sinnvoll. Hier ist irgendwo ein Maya-Kelch. Da. Unter Wasser. Interessant. Stell ich nicht so an, Aveline. Das war noch ein bisschen tauchen. So, aber wo kommen wir hier jetzt an Land? Ich glaube, das Ding hier sieht ganz gut aus. Ja. Das ist definitiv hier diese Vorläuferarchitektur. Guckt euch das mal an. Also wenn wir irgendeinen Edensplitter finden wir hier gleich, glaube ich. Das Artefakt finden, da oben, okay. Das sieht mir hier nach einem Rätsel aus, was wir hier auf dem Boden haben. Na gut, gehen wir mal hier hoch. Ah, okay, ich weiß, was wir machen müssen. Das Handwerk ist nicht so ganz einfach, hier gerade das Podest so zu drehen, aber ich muss, ihr seht, ist glaube ich sehr offensichtlich, was wir tun müssen. Na komm, eine blöde Kugel, roll. Nein, blöde Kugel. Es ist voll schwerfällig, dieses Plateau. Jetzt komm, nein, nein, nein. Böse Kugel. Jetzt rein da. Ah. Okay, das ist mega knifflig hier gerade. Rein da, komm. Ja, geht. Mein Gott, das hört sich an, als würde ich gerade auf dem Pott sitzen bei den Geräuschen, die ich hier mache. Fast, komm. Oh, diese Kugel. Jetzt rein da. Fast geschafft. Die rollt sehr schwerfällig, die Kugel. Das macht das Ganze gerade ein bisschen schwierig. Sieht das immer, wie die so ein bisschen nachrollt. Stunden später. Ja, das optionale Missionsziel verkackt. Das hat mich, hätte mich aber auch gewundert, wenn wir das hingekriegt hätten. Ich spiele so ein bisschen Ping-Pong mit der Öffnung hier. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das kann noch dauern. Das ist nämlich gerade richtig schwer hier. Na, das sieht gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so schlecht. Na, ja. Hui. Interessant, was wir da haben. Was wir da ausgebuddelt haben. War ja klar. Ach was, den kennen wir doch. Wie wunderbar nützlich du doch bist. Du erledigst die, die mir den Rang streitig machen wollen. Du findest Stücke der Prophezeiung und ersparst mir die Mühe. Und wärst du nicht mein Feind, würde ich dich einen Freund nennen. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein bei all deiner gewährten Hilfe. Yeah, Differer. Na komm her, mein Freund. Ich glaube, der wird nicht leicht. Können wir den mal verwunden? So, ich würde sagen, erstmal seine Begleitung ausschalten. Wie können wir den überhaupt verwunden?
Wow. Okay, das ist knifflig. Ich wusste auch, ich hatte diesen Kampf, das ist ziemlich schwer in Erinnerung. Jetzt weiß ich auch wieder warum. Na, kommt her. Er hat drei leichte Begleiter, eine etwas stärkeren. Du hast nicht mal ein Wesen zum Kämpfen. Ich sehe sie. Oh Mann. Oh, was geht bei euch ab hier? Wenn du kämpfst, stirbst du. Lass es dir was klappen. Komm her, der Ferrer. Oh, meine Fresse, ist das schwer. Das Bild, wir sind im Sklavenmodus, das heißt, wir halten nicht so viel aus. Das ist etwas nervig. Was ist? Wir halten ja überhaupt nichts aus. Meine Güte, ist das schwer. Wir können ihn halt auch nicht kontern, den Typen. Keine Chance. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf ihn und konter die anderen, wenn es nötig ist. Ich muss das wieder hinkriegen, was ich eben geschafft habe, dass ich diesen einen starken Gegner mit der Peitsche wegkriege. Wenn wir schaffen, sie nur so weit zu reduzieren, dass nur noch der Ferrer steht, dann ist das machbar. Aber so... Ja, keine Chance. Ich komme nicht erst mal dazu, zwei Wachen zu töten, bevor wir tot sind. Ich versuche mal, ob wir hier irgendwie mal wegrennen können, um uns einen Überblick zu verschaffen. Nee. Keine Chance. Gut, der Ferrer ist einer der Zwischengegner, dass der ein bisschen anspruchsvoller ist, ist schon okay, aber das geht aber gerade gar nicht hier. Was Geilste ist, optionales Missionsziel ist keinen Schaden erleiden. Mann, das lief so gut, die anderen beiden habe ich so gut weggeschnetzelt, aber er hier immer. Kann man irgendwie ausweichen oder sowas? Keine Chance. Ja, Leute, ich glaube, das zieht sich hier noch ein bisschen, dieser Kampf. Der ist etwas overpowered, schwer. Wir sind schon wieder halb tot. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ja, drei hauen auf einmal auf uns rauf. Was ist das denn für ein Massaker hier? Das geht ja mal gar nicht klar. Irgendwie ist es witzig.
ein Treffer und wir sind fast tot. Halt still und empfange deine Strafe. Sicherlich nicht. Nicht von dir. Nee. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie man diesen Kampf machen soll, Leute. Ich bin gerade überfragt. Man kann dem Angriff von dem Typen nicht mal ausweichen. Wenn du kämpfst, stirbst du. Das ist alles klar. Okay, jetzt haben wir sie auf der Ferrer runter reduziert. Jetzt haben wir nur der Ferrer gegen uns. Was hast du vor? Das wäre eventuell machbar. Ah, geht doch. Bam. Bastardo. Gut.